Die Ninotaku Anime News werden euch präsentiert von Herr Lehrer, wir werden die Welt zerstören. Die Anime News der Woche mit dem neuen Anime-Ansatz von Disney, zahlreichen neuen Trailern und Terminen für die Summer Season, allen neuen Netflix-Anime des kommenden Monats und vielen weiteren Themen. Bevor es losgeht, ganz kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 31. Mai erscheint mein neues Kinderbuch, Die Legende vom Regenbogenmann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich bei diesem Projekt unterstützen würdet. Einen Link gibt's in der Infobox. Der Überraschungshit Oshinoko wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Soweit, so bekannt. Das Sequel wurde nun aber auch mit einem Termin versehen. Demnach startet Season 2 am 3. Juli dieses Jahres. Den neuen Trailer zeige ich euch hier. Die Fortsetzung der Dramaserie wird in Deutschland bei Akiba Pass im Simulcast gezeigt. Hier seht ihr einen neuen Trailer zur Anime-Serie The Rookie Middle-Aged Adventurer Was Trained to Death by the Most Powerful Party to Become Invisible. Wie man nun bekannt gab, startet die Serie am 1. Juli 2024 und erzählt die Geschichte von Rick Gladiator, der über den höchsten Abenteurerrang der Welt verfügt. Die Anime-Umsetzung des Videospiels Sakuna of Rise and Ruin debütiert laut jüngster Ankündigung am 6.7. Das hier ist der neue Trailer der Serie vom Studio PA Works, die von der namensgebenden Erntegöttin handelt, die mit landwirtschaftlichen Gerätschaften gegen Dämonen in den Kampf zieht. Am 7. Juli ist es soweit und die Fairy-Tale-Fortsetzung 100 Years Quest betritt die japanische TV-Landschaft. Dies gab man nun bekannt. Den Manga bekommt ihr in Deutschland beim Carlsen Verlag. Über eine hiesige Ausstrahlung der Anime-Adaption ist noch nichts bekannt. Es gibt nun einen Starttermin für die Anime-Serie Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. Der Titel vom Studio 7 Arcs debütiert demnach am 7.7. in Japan und adaptiert die gleichnamige Fantasy-Novel, die auch schon als Manga-Variante umgesetzt wurde. Wie man nun verkündete, startet am 12. Juli der Anime Bye Bye Earth im japanischen TV. Die Adaption des Fantasy-Romans handelt von einer Frau, die als einziger Mensch in eine Welt der Tierwesen geboren wird und beschließt, ihre Wurzeln zu finden. Die Reise führt sie auch nach Deutschland, denn Crunchyroll zeigt die Serie im Simulcast. Es gibt einen neuen Trailer zur Sommerserie Why Nobody Remembers My World. Der Anime ist in einer Welt der Drachen und Dämonen angesiedelt und debütiert im Juli dieses Jahres im japanischen Fernsehen. Die Geschichte um einen mächtigen Dämon, der in Wirklichkeit ein Mensch ist, startet im Juli und kommt jetzt mit einem neuen Teaser-Video daher. The Strongest Magician in the Demon Lord's Army Was a Human adaptiert die gleichnamige Fantasy-Novel und wartet noch auf eine offizielle Simulcast-Ankündigung für Deutschland. Die bereits fünfte Danmachi-Staffel wurde nun mit einem ersten Trailer ausgestattet. Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Season 5 adaptiert den Goddess of Fertility Arc und startet im Herbst dieses Jahres. Alle bisherigen Staffeln wurden in Deutschland vom Publisher Anime House lizenziert. Die beliebte Anime-Serie Mashle, Magic and Muscles erhält eine weitere Fortsetzung. Weitere Details zu dieser aktuellen Ankündigung, wie etwa ein Starttermin oder ob es sich um eine dritte Staffel, einen Film oder eine OVA handeln wird, ließen die Verantwortlichen noch nicht durchsickern.
Ich bleib für euch dran. Die zwei Staffeln umfassende Anime-Serie The Eminence in Shadow wird um eine Filmfortsetzung bereichert, zu der nun ein erster Teaser veröffentlicht wurde. Der Movie trägt den Namen Lost Echoes und entsteht beim Studio Nexus. Wann der Abendfüller seine Premiere feiert, ist noch unklar. Das sind die Netflix-Anime-Zugänge im Juni 2024. Los geht's am 1.6. mit der dritten Staffel von Black Clover. Ab dem 6. Juni fliegen die Fäuste im Crossover-Movie Baki Hanma vs. Kengan Ashura. Filmnachschub gibt's auch am 14. Juni mit dem CGI-Actioner Ultraman Rising. Ein Tag später, am 15.6. startet die World Heroes Mission von My Hero Academia, während ihr ab 22. Juni zum Hole-in-One bei der Golfserie Rising Impact ausholt. Wie bereits berichtet, schnappte sich der Streamingdienst Disney Plus die Rechte an der vierteiligen Code Geass-Filmreihe Rosé of Recapture. Nun gab der Player bekannt, dass man das Werk unterteilt in 12 Episoden ab dem 21. Juni in einer wöchentlichen Frequenz zur Verfügung stellen wird. Das namhafte Franchise Ghost in the Shell wird um eine weitere Anime-Serie bereichert. Diese trägt den Titel The Ghost in the Shell und soll im Jahr 2026 ihre Premiere feiern. Weitere Details zur Studio Sein Saru-Produktion sind noch nicht bekannt. Thema Ghost in the Shell. Auf der offiziellen Webseite der Marke wurde nun ein Interview mit Arise-Regisseur Kazushika Kise veröffentlicht, der sich erst neulich kritisch über die wachsende Verbreitung von Isekai-Anime äußerte. Nun nahm der Künstler die aktuellen Actionsequenzen in Anime unter Beschuss. In den meisten Fällen seien die Szenen zu schnell und er könne ihnen in der Konsequenz nicht folgen. Zudem seien sie schlichtweg unrealistisch. Sein Wunsch sieht vor, künftig eine KI-generierte Version von Ghost in the Shell zu erschaffen, bei der man die Figuren atmen hören, deren Gerüche riechen und ihre Schmerzen spüren kann. Das klingt ambitioniert. Verantwortlichen der Streaming-Plattform Disney Plus gaben nun einen neuen Anime-Ansatz beim Player bekannt. Während viele Anime-Fans dem Dienst kritisch gegenüberstehen, ließ dieser nun durchsickern, dass man künftig ein vielfältiges Publikum auf der ganzen Welt erreichen möchte und entsprechend Anime-Serien, die politisch oder kulturell brisante Themen behandeln, ausklammern will. Nur so könne man gewährleisten, allen Zuschauern das gleiche Maß an Spannung und Unterhaltung zu bieten, ohne Missverständnisse aufkommen zu lassen und der Community zu nahe zu treten. Droht uns hier inhaltliche Verflachung im Disney Plus Anime-Angebot? Wie ist eure Meinung dazu? Das waren die Anime-News der Woche in der Zusammenfassung. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Ninotaku Anime-News wurden euch präsentiert von Herr Lehrer. Wir werden die Welt zerstören.